Hallihallöchen, Leute, willkommen zum 42. Part von Let's Play Kingdom Hearts. Im letzten Part haben wir die Welt von Herkules mal angeguckt, haben ein bisschen was zu Kairi erfahren, haben den Gummijet soweit aufgerüstet und wollen jetzt aufgehen in alte, bekannte Welten, in neue, neue Welt. Ja. Was soll man dazu sagen? Auf geht's. Auf geht's, würde ich sagen. Und ich muss mal eben meinen Sound ein bisschen leiser drehen. Da tut mir ein bisschen in den Ohren weh. Ich hoffe, dass das nicht stört. So, aber für euch wird das hier sowieso ein bisschen runtergeregelt, kennt mich ja. Gut, auf geht's. Wir wollen zu diesem letzten verbleibenden Fragezeichen hin. Und um dahin zu kommen, müssen wir hier mal eben hinwarpen in das Nimmerland. Wusch. Und die Reise über die Weltkarte fortführen. Weltkarte wieder und dann dahin. In die Sternchen-Welt. Das ist die schwierigste Welt des Spiels. Also, ja. Es wird ein, ich kann jetzt schon sagen, ein sehr schweres Ende. Weil normalerweise, wenn ich Kingdom Hearts spiele, level ich vorher immer ein bisschen. Zumindest im Profi-Modus. Im normalen Modus mache ich das mittlerweile nicht mehr. Also gar nicht mehr leveln, weil man eigentlich so durch das Spiel halt ziemlich gut durchkommt. Aber hier ist es der Fall, dass ich einfach wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ziemlich hardcore verkacken werde. Das kann ich jetzt schon prophezeien, weil der Endkampf tatsächlich nicht der einfachste der Videospielgeschichte sein wird. Trotz knuffliger Square Enix Disney-Optik. Okay, das hätte ich, ich hätte vielleicht nicht gerade versuchen sollen, mein Ohr zu kratzen. Ja. Auf jeden Fall. Es freut mich. Ich freue mich ganz, ganz doll auf die Welt, aber sie wird hardcore krass schwer und also ich mag auch den Endkampf total gerne. Er ist eigentlich super inszeniert worden für so einen Endkampf. Ich bin sowieso, wenn ein Endkampf enttäuschend ist, dann ist er für mich, ist das Spiel für mich fast schon gestorben. Wobei, naja, Pokémon ist ja auch immer mittlerweile ziemlich langweilig geworden bei der Liga. Trotzdem mag ich die Spiele. Also, na gut, es ist eine schlechte Aussage von mir, die ich gerade getroffen habe. Die ziehe ich auch schon zurück. Aber nichtsdestotrotz will ich den Kampf doch besser machen, als ich jetzt sage. Natürlich. Also wir werden es versuchen, auf jeden Fall. So, wir sind aber auch schon fast da. Diese Flugpassage ist gar nicht so lang. Kann ich so mal eben prophezeien. Das ganze Ding muss ich ja schon mal spielen. Also vor einer Weile. Einfach aus dem Grund, weil ich komisch gesaved habe und den Sound halt nicht aufgenommen habe. Tja, mein Pech gewesen, aber nicht so schlimm. Ich glaube, man sieht das vielleicht auch schon. Ich weiß es nicht, also ich meine, nach dieser Wand kommt das, aber das ist halt eine ziemlich lange Wand. Ja, okay, da kommt noch eine kleine Passage. Also es ist auch jetzt nicht das Hardcore-Level. Weil sie sind, muss ich schon sagen, zu einem Teil um einiges besser, diese Passagen. Und da ist auch schon diese Welt. London. Donnerwetter, seht euch das mal an. Ich kenne diesen Ort. Hallo Bestien, die letzte Zitadelle. Wobei ich das eher mit Hallo Bestien tatsächlich in Verbindung bringe. Das ist komisch. Ich frage mich, wieso ich in mir diese Wärme spüre, genau hier. Ach, du hast nur Sodbrennen. Danke, Donald. Hey, ich meine das ernst. Gehen wir.
Ja, wo dieses komische Brüllen herkommt, das hat sich, glaube ich, in der Cutscene schon ein bisschen erklärt. Ich speichere trotzdem mal eben. Wie ihr gleich sehen werdet, hier Kaskade der Irre. Das ist die Kaskade der Irre. Ich habe halt nur schon mal ein Safe State angelegt. Aber ich wollte die kleine Cutscene da drin haben. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier hoch. Also das wird eine kleine große Jump-Passage. Ich muss nur halt überlegen, wie das nochmal war. Ich meine... Ja, stimmt, hier unten waren ja auch nochmal ein paar Kisten und alles. Die nehmen wir natürlich mit. Und hier haben wir ein paar Welpen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir es gleich direkt schaffen werden. So. Ja, durch die Blasen kommt man halt irgendwie weiter. Ich erinnere mich noch ganz grob an diesen Ort. Naja, ich habe das Spiel schon zweimal durch oder so. Mindestens zweimal. Nee, mindestens fünfmal. Also ich habe das Spiel schon einige Male gespielt. Ich denke mal, dass ich das doch ganz gut hinkriege. Ich muss mich halt nur gerade kurz neu orientieren. Da geht... Also diese Blasen, wie gesagt, wir können ja mal in einen reinspringen. Da platzt man quasi rein und dann wird man quasi nach unten gezogen, zum Beispiel. Unter das Wasser. Und dann haben wir so magische Blasen, die, wo wir hier unten die Truhe öffnen können. Und dann können wir halt sowas wie Gummis oder sowas haben. Und wenn wir da halt wieder hoch wollen, müssen wir einfach wieder nach oben springen. Ganz einfaches Konzept. Ja gut, aber wir haben da ja noch ein paar mehr Blasen. Die werde ich natürlich mir auch nochmal eben angucken. Also die jetzt zum Beispiel. Und auf geht's. Weil die führen einen auch ganz gerne mal zu Truhen halt, wie gesagt. Haben wir ja gerade schon gesehen. Aber die hier zum Beispiel nicht. Aber die danach... Die führt uns, glaube ich, nach oben, die zweite. Kann ich euch gleich mal eben zeigen. Genau, wir haben ja hier zwei Blasen. Und die zweite sollte, wenn ich mich recht erinnere, auch nicht. Okay. Dann irre ich mich. Dann ist das, müssen wir von oben einfach... Dankeschön. Müssen wir von oben da irgendwie hochkommen. Wie gesagt, der Ort ist schon ein Ticken her. Oftmal fange ich die Spiele auch an und beende sie einfach nicht nochmal. Weil Kingdom Hearts ist doch ein bisschen länger. Ich glaube, wir sind schon bald, ja, fast 24 Stunden. Na gut, ist eine okay Länge. Normalerweise habe ich länger gebraucht immer für das Spiel. Ich bin eigentlich ziemlich gut durchgekommen, muss ich schon sagen. Also ich habe nicht erwartet, dass wieso. Kein Schiff, keine Hilfe von dem Herzlosen. Wie bist du dann hierher gekommen? Ich habe einfach ganz fest daran geglaubt. Das ist alles. Als die Dunkelheit über unsere Welt kam, hat man mir Bell weggenommen. Ich habe mir geschworen, sie wiederzufinden. Ich war mir sicher, dass ich sie finden werde. Hier bin ich. Sie muss hier sein. Ich will sie wieder haben. Dann hol sie dir, wenn du kannst. Oh, auch schon da. Wurde aber Zeit. Ich habe auf dich gewartet. Wir waren immer Rivalen, stimmt's? Du wolltest besser sein als ich. Und ich besser als du. Rico. Aber jetzt ist Schluss. Es kann nur einen Helden geben. Was redest du da? Jetzt wählt das Schlüsselschwert. Seinen wahren Meister. Malefiz hatte recht. Du bist nicht fähig, Kairi zu retten. Ich muss es tun. Nur der wahre Meister kann die geheime Tür öffnen und die Welt verändern. Das ist doch nicht möglich. Was hat das zu bedeuten? Ich habe mich mit dem Schlüsselschwert bis hierher durchgekämpft. Du warst nur der Botenjunge. Tut mir leid, du hast dein Soll erfüllt.
Hier, spiel damit den Helden. Oh, der König hat uns befohlen, dem Schlüssel auf der Spur zu bleiben. Aber... Nicht bewegen! Du bist verletzt. Warum? Warum bist du eher gekommen? Ich kam, um für Bell zu kämpfen. Wenn ich auch allein bin, so werde ich kämpfen. Ich gehe nicht ohne sie. Deswegen bin ich hier. Ich auch. Ich gebe auch nicht auf. Ich suche hier auch jemanden, der mir sehr wichtig ist. Jo, gut. Das Biest. Ja. Bestätigen. So. Ja. Donald und Goofy sind leider weg. Also wir werden sie auch... Naja, wenn sie sich so verhalten, wirst du dich schon wissen, aber nichtsdestotrotz, wir haben hier ein bisschen, noch ein bisschen Zeug, das ich mir eben sammeln möchte. Ja, Sora fällt fast runter, alles klar. Eisgaring, okay. Und was haben wir noch? ATZ-Gruppe, ja, das hat sich gelohnt, der letzte. Die letzte Truhe hat sich echt krass gelohnt. Ja, gut, egal. Also, ja, wir müssen jetzt halt das Schloss hoch und bla bla bla. Also, es wird jetzt sehr, sehr viel Text geben. Echt sehr, sehr viel Text. Und dafür versagt meine Stimme gerade schon fast. Und damit können wir einfach hier nach oben und da nach oben. Und dann brauche ich nochmal das letzte Stück. Dankeschön. Und dann können wir hier nach oben. Und dann bewegt sich die Plattform Eingangsportal. Ne, wir porten uns. Ne, da kommt eine Plattform. Ja, diese Holobestien-Geschichte wird halt ein bisschen Zeit einnehmen, bevor wir tatsächlich Richtung Finale stolzieren. Das Problem, was wir im Moment haben, ganz wie am Anfang, ganz klassisch wie am Anfang, können wir die Herzlosen nicht besiegen. Und das ist so eine Sache. Das heißt, wir müssen uns jetzt definitiv auf das Biest verlassen. Das kann, wie ihr seht, die Dinger besiegen. Also ich bin mal gespannt, wie das nochmal war. Ich möchte hier aber nicht groß kämpfen, deswegen verschloss... Okay, verschlossene Tür. Da können wir nichts mehr machen. Also Biest! Ja. Los Biest! Du schaffst das! Ja, witzigerweise können wir Feuer noch einsetzen. Mit dem Holzschwert. Mit dem Holzschwert müsst ihr euch bedenken. Naja. Kann ich dich nicht irgendwie öffnen oder sowas? Noch verschlossen. Hier ist die Untergrund. Ach ja. Ich erinnere mich, das Ganze wird hier ein bisschen dauern. Wir werden ein bisschen hier unterwegs sein. Ups. Ja. Ach ja, man kann hier einfach runterspringen. Ich vergesse es immer wieder. Feuer! 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 So. Ja. Tut mir leid. Also, es macht einfach super Spaß mit dieser quasi... Ist es dann ja quasi wie eine Pistole. Also...
Level nicht viel. Wie so eine kleine Pistole. Alles fein. So, dann gehen wir da mal runter. Wie gesagt, das Blasenprinzip ist hier äußerst wichtig in der ganzen Welt. Und mit dem ganzen Blasenprinzip können wir auch noch ein bisschen mehr machen. Als nur das hier. Öffnen. Mitrauch. Wie war das noch? Genau, hier auslesen. Da können wir halt ein bisschen was aktivieren. Tornado-Gummi. Wir haben noch mehr Schiffsteile. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Genau, da aktiviert sich genau der. Und dann können wir aber noch einen zweiten aktivieren. Da weiß ich aber gerade nicht, wo er war. Doch, hier war der, genau. Und der zweite. Und da aktiviert sich auch schon gleich die zweite Dings. So. Und dann war hier. Oder, ach, hier. Untergrundkanal. Ich muss gerade tatsächlich überlegen, wie war das Ganze nochmal? Hier war aber irgendwo der Schalter, aber da war doch noch eine Kiste auf der anderen Seite gerade, oder? Ja. Nio. Blab, blab. So. Ja gut, dann machen wir es einfach so. Und ich glaube, das klappte. Das klappte sogar sehr gut. So. Und dann sind wir hier und können dann Richtung Untergrundkanal. Und dann können wir hier, haben wir hier ein kleines Schaltergedöns gleich, wenn wir denn, wir sind glaube ich auf der falschen Seite gerade. Moment. Bitten. Achso, ja. Ja, das Biest macht das Ganze kaputt. Hopp, hopp. Hopp, die Gummi. Okay. Ja, ich bin, was die Gummis angeht, echt ziemlich unerfahren. Ich habe mich nie damit wirklich beschäftigt. Ja gut, wir müssen von der anderen Seite rein. Das habe ich ganz vergessen. Aber das können wir ganz einfach, indem wir hier runterfallen, meine ich. Da ist ja diese eine Blase. Und in diese eine Blase kommen wir ganz einfach so rein. Ja, die führt uns halt da unter drunter. Wie es halt auch soll. Und Peng, da sind wir. So, da haben wir dann einmal eine Kiste und einen Speicherpunkt. Papp. Feuerring. Ja, wir kriegen hier ganz viele Ringe scheinbar. Das, was ich halt schon immer vergessen habe, dass es das gibt. So. Das hätten wir schon mal. Ich meine, der hier führt einen aber woanders hin. Nicht zu der. Oder ist es einfach nur wegen der Kiste? Ich bin ja gerade ein bisschen am Überlegen, wie das denn nochmal war. Ich glaube, das. Doch, das führt tatsächlich nur zu der Kiste hin. Okay. Dann. Wie war das hier nochmal? Das war da auch was. Das war auch wichtig. Genau, das macht die Plattform wieder da. Da kommen wir wieder nach oben. Aber da werde ich da oben. Obwohl, das ist ein anderer Ort, oder? Ja. Ja. Tschu. Genau, dann können wir hier. Meine ich, dass das gleich die Plattform war, die mich hochführt? Oder war es das nicht? Irgendwo war auf jeden Fall eine Plattform, aber. Nee. Nee, auf geht's da unten wieder. Gut, da haben wir aber nochmal eine andere Aktivierung gehabt. Die habe ich doch eben noch gesehen. Dafür müssen wir in die hier rein. Es ist halt. Obwohl, es ist tatsächlich noch relativ einfach gemacht, wenn man so ein bisschen den Überblick bewahrt. Geht das Ganze halt noch. Und hepp. Und tap. Da war hier ja nochmal so ein Punkt irgendwo, oder? Oder täusche ich mich das? Nee, das ist der Punkt, den ich gerade im Auge hatte. Verdammt. Okay. Ja. Dann bin ich gerade tatsächlich überfragt. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Und gucken uns da ein bisschen um. Ist doch noch irgendwo. Oder war das. Nee, da oben ist das jetzt gewesen, genau. Hier können wir ja das Ganze aktivieren.
da sind wir wieder im Eingang. Genau, 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 genau. Warum komme ich nicht hin? Wie ist los, komm! Ich kann auch nichts machen gegen die Dinger. Dankeschön. Okay, da ist noch einer. Dankeschön, Biest. Ich bin leider kein Träger des Schlüsselschwerts gerade. Tut mir leid. Moment, bitte denn ich mich nochmal woanders hin? Einer war doch. Keine Reaktion. Und der hier? Bitte mich wieder nach unten. Tatsache. Ah, Mann. Okay, dann muss ich irgendwie wieder in den Saal unten kommen. Hep. Tatsächlich ein bisschen überfragt gerade. Merkt man mir vielleicht an, dass ich ein bisschen überfragt bin. Hep. Ja, das ist ja der Zurückweg. Da will ich ja nicht hin. Ich möchte ja eher hier hin. Da lang, da lang. Ah, das war irgendwas, hat das mit der Kanalisation zu tun. Ich meine, da war irgendwo ein Schalter, der das Tor öffnet. Den will ich, glaube ich, noch finden heute. Ja, hier komme ich ja nicht durch. Ja. Dann habe ich aber nur den einen Weg. Wie war das denn nochmal? Scheiße, das ist lange her. Wapp. Wenn ich den nehme, komme ich da wieder hin. Genau. Da ist auch nochmal eine Blase. Aber wie komme ich an diese Blase ran? Moment! Ah, okay. Die habe ich übersehen. Verzeihung. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, wie blöd war der eigentlich. Gut. Vor allem, wie cool wir eigentlich auf Naruto machen. Wir laufen einfach über das Wasser. Schon cool. So, jetzt sind wir hier. Da müsste es eigentlich ganz einfach weitergehen. Genau, hier war. Genau, es war. Ah, da erinnere ich mich. Das ist so ein leichtes Labyrinth angehaucht. Leicht angehauchtes Labyrinth, genau. Und dann können wir hier nämlich. Schiebt das quasi so Sachen. Das ist quasi. Ja. Ein kleines Labyrinth halt, wie gesagt. Und das aktiviert aber. Der andere aktiviert aber die. Die hier an der Seite, oder? Genau. Dann können wir hier nämlich weiter. Und dann können wir hier den aktivieren, der uns dann hier aktiviert. Und dann geht das hier lang. Der uns dann folgendes aktiviert. Diese Tür. Und da haben wir eine Blase. Hey. Genau. So. Auf geht's. Und dann war da irgendwo. Genau. Auslösen! Das macht die Plattform hoch. Und dann haben wir hier nochmal einen kleinen Weg. Der uns da lang führt, genau. Und hallo, Gegner. Aua. Los, Biest! Du schaffst das! Los, mein kleines Biest! Los, jetzt! Ja, danke schön. So,
Na gut, das war sehr nett von Beast, muss ich schon sagen. Sehr, sehr freundlich von ihm. Sehr aufmerksam. So, auslösen. Das müsstest du. Etwas hat sich geöffnet. Schnell zum Eingangsportal. Genau, das ist jetzt halt das Tor. Aber damit das Ganze nicht zu lange dauert, dieser Part, würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder von Let's Play Kingdom Hearts in der Blubberblase. Ja, vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.